Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge vom EdS 2 Multiplayer. Und wir fahren von Cambridge. Von Cambridge, glaube ich, war das, ne? Ne, Quatsch. Von Plymouth fahren wir nach Southampton. Und bringen da, was war das jetzt nochmal? Äpfel bringen wir nach Southampton. Damit die was zu knabbern bekommen. So, fahren wir mal auf die 95 km/h. Und mal schauen, diese Folge werden wir das dann wohl schaffen. Und das wird für heute erstmal die letzte ETS 2 Folge, die ich aufnehme natürlich nur. Es geht natürlich immer noch weiter, bis kein ETS 2 mehr gibt. Also ich werde es bis zum bitteren Ende spielen, so wie es aussieht. Oder zumindest bis wir hier 100% geschafft haben. Das setzt natürlich diesmal voraus, dass diesmal nichts schief geht mit Neuinstallationen oder Hardware-Defekt oder sonst irgendwas. Man weiß ja nie, ne? Kann ja alles mal passieren. Und ich bin auf jeden Fall erstmal unterwegs nach Southampton. Auf der Autobahn A38 in England. Und in England bleiben wir auch erstmal eine Zeit lang. Wird auch so länger so bleiben, weil ich möchte gerne England komplett aufdecken. Drei Städte haben wir schon. Drei ganze Städte. Oder vier. Kann auch vier sein. Auf jeden Fall sind wir schon recht weit. Recht am Anfang sind wir erst, sag ich mal so. Ups, kleiner Zuckung in dem Daumen. Die Sonne geht auch langsam auf, das heißt, es wird heller, endlich mal nach drei Folgen, ne? Wird ja auch mal Zeit hier. Die Sonne kommt raus, zeigt sich. Und wir springen über die Autobahn. Ja, die Übergänge haben die hier nicht wirklich so prickelnd hingelegt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Müssen wir gleich die Autobahn wechseln, wie es aussieht. Und da war ein kleiner Ruckler wegen dem Spieler, der durch die Gegend brettert wie so ein Wildbekloppter, aber naja, ist ja nicht so schlimm, ne? Ist auf der anderen Fahrbahnseite. Kenne ich auch nicht, alles klar. Vielleicht treffe ich ja irgendwann hier den Bolle, weil die fahren ja alle am Wochenende, habe ich schon mal gehört. Die meisten zumindest. Und vielleicht treffe ich ja einen, den ein oder anderen hier. Muss ich mal schauen. Ich muss mal die Augen offen halten, dass ich einen von euch vielleicht treffe. Morgen nehme ich nochmal ein paar Folgen auf. Bei mir ist jetzt morgen noch Sonntag, ne? Also nicht wundern. Ich nehme immer eine Voraus auf. Mein Gott, ich sag ein Wort. Ich nehme immer im Voraus auf. So, meine Fresse. Kleiner Sprachfehler. Da kommt auch wieder einer um die Ecke geschossen gleich. Fikret Boy, was ist denn ein Fikret? Komischer Name. Naja. Gut. Ich müsste, glaube ich, bald mal meine Kameraeinstellung ändern. Ihr seht auch, dass die Grafik ist nicht so die berauschende, aber ist besser so zu fahren erstmal, damit ich genug FPS habe, um überhaupt fahren zu können. Oder eher gesagt, um das Spiel aufnehmen zu können. Schon recht merkwürdig, dass hier das Aufnahmeprogramm 25 FPS frisst. Schon echt ein wenig hart, muss ich sagen. Mein Gott, was hat denn für eine Kurve hier? Bremst mal hier ein bisschen ab, damit er hier... Achso, der ist schon auf der anderen Spur am Fahren hier, aber ich fahre mal ein bisschen weniger, weil das hier doch recht kurvenreich ist und hoffe mal, dass von vorne keiner kommt, den ich sonst nachher wegknall oder sowas. Hier vor uns kann natürlich ein bisschen schneller fahren, weil der ja ohne Anhänger unterwegs ist. Von daher immer die Raser schön vorlassen, ne? Notfalls auch mal bremsen. Wir bremsen auch für andere, ne? Für Tiere sowieso. Aber hier kommen, glaube ich, keine vor. Da
Doch, ich habe hier wohl. Doch, ich habe hier schon mal ein Reh über die Straße laufen sehen. Aber ich glaube, es gibt auch Schaden, wenn man die überfährt, ne? Ich weiß es gar nicht, aber müsste ja normalerweise. Müsste ja so Schaden am Kühlergrill zum Beispiel geben dann. So, hier kommt keins, also falls ich mal auf die Gegenfahrbahn rutsche oder sowas, werden wir keinen anderen Fahrer behindern. Das ist für mich immer die Hauptsache, dass ich keinen anderen Fahrer behindere. Weil ich möchte das ja auch nicht, dass man mich behindert hier, ne? Also, dass man mir irgendwie mich von der Straße drängt oder sonst irgendwas oder in mir reinfährt. Was ja schon ein paar Mal vorgekommen ist hier. Ich glaube, ich bin gerade auf Server 2, weil sonst hätte ich keine 95 km/h fahren können, ne? Langsam können wir auch mal das Licht ausmachen. Genau, ist ja hell genug, ne? Ah ne, wir haben noch 6.27 Uhr. Dann lasse ich das mal noch an. Kommt wieder einer angeschossen. Guckt euch mal an, wie schnell die hier rumfahren. Oh, das ist echt... bisschen zu heftig hier. Also manche fahren hier echt, als wenn die noch nie Auto gefahren sind. Oder zumindest noch nie hier einen Truck gesessen haben. Es gibt ja auch so Leute, Tastaturlenker zum Beispiel, die dann hier rumfahren wie ein Wildbekloppter und dann halt immer die man kann das ja nicht so machen wie hier beim Xbox-Controller, der dann auch die nicht zurück, automatisch zurückdenkt. Das macht er ja hier nicht. Könnte ich zwar einstellen, aber ich finde das scheiße eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und dann, dann zuckeln die so von links nach rechts. Das ist immer ein bisschen blöd. Lenkrad ist natürlich sehr viel besser hier bei ETS. Das werde ich mir auch irgendwann auch mal leisten. Hoffe ich doch mal, ne? Ich denke mal, das kriegen wir schon hier backen, dass wir hier mal... dass ich hier irgendwann mal mit Lenkrad sitze und dann so fahren kann, wie ich das gerne möchte und, ne? Lenkrad ist halt geil. Hab ja schon andere gesehen, wie die mit dem Lenkrad gefahren sind. Zumindest Bolle zum Beispiel, der hat das ja mal gefilmt gehabt. Ist schon Hammer. Das kann man nicht vergleichen mit Tastatur, Maus oder Gamepad zu lenken. Schade auch, dass ich keinen kenne mit einem Lenkrad, der mir das mal leihen könnte bei mir in meinem Freundeskreis. So, nur mal um zu sehen, wie das ist, mit Lenkrad zu fahren, wisst ihr? Weißt du, ihr könnt zwar sagen, ja, ist super zu spielen und so, das weiß ich, aber dann werde ich wieder traurig. Nein, Quatsch, traurig werde ich nicht, aber ist ja dann doch schon was anderes, das zu sagen und auch selbst zu fahren damit. Mal, guckt an, wie der rauscht. Nee, den hub ich nicht. Den grüß ich nicht. Wer ist das? Kumo. Die Geschwindigkeitsüberschreitung, das ist 97. Ich fahre 90. Ach, jetzt steht auf einmal 80 da. Nachdem ich geblitzt worden bin. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, da habe ich mich ja schon mal drüber aufgeregt. Ne? Ich glaube, schalte das echt beim nächsten Mal ab. Werde mich gleich hier dann nach der Folge hier ausloggen. Und werde dann das Strafmaß hier, werde ich dann ausmachen. Das kotzt mich einfach nur an hier. Völliger Schwachsinn. Dann macht man von 97 auf 80 und 10 Meter später kommt dann das Blitzgerät. Als wenn man so schnell schalten kann oder die ganzen Geschwindigkeiten hier im Kopf hat. Ab wo, wann ist?
Das finde ich ein wenig schwachsinnig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun gut, ich habe das ja nicht hergestellt, ne? Nicht erschaffen, das Spiel sozusagen. Oder programmiert oder sonst irgendwas. Also ich meine, man kann das hier auch ausmachen beim Multiplayer. Da ist das, glaube ich, in den Optionen drin. Werde ich gleich mal nachschauen. Bin ich ja mal gespannt, wa? Gespannt wie ein Flitzebogen. Das alles so hinhaut. Jetzt ist wieder 97. Das ist echt irgendwie ein bisschen ganz, ganz klein wenig merkwürdig hier. Was ist denn jetzt los hier? Fängt gerade an zu ruckeln oder was? Macht der da unten? Steht da doof rum. Janus. Jandinus. So, Southampton da oben. Steht das? Wir sind auch gleich da. Dann haben wir schon geschafft. Und da werde ich dann da auch noch mal ein bisschen rumfahren und die Garage freischalten und die Händler, falls da welche sind, die Arbeitsagentur und so weiter und so fort. Damit wir das dann alles haben schon mal. So, kommt keiner, kann ich schon mal rüberziehen. Und dann auch schon mal langsam bremsen. Schon mal auf die 80 runter, damit wir hier, ne, in der Kurve früh genug etwas langsamer werden. Oh, etwas langsamer ist gut. Ich fahre jetzt 40. Oh. Eieieiei. Mal sehen, bin ich nicht rausgeflogen. So, 40 war dann doch ein bisschen langsam. Aber nicht schlimm. So, 48. So viel dürfen wir auch fahren hier. Ne, 80. Egal, ich fahre jetzt 48. So. Wir haben zwar einen Eilauftrag, aber ich denke mal, den kriegen wir auch so hin, ohne Strafe oder sonstiges. So, muss ich nur mal gucken, wo war dann gleich Southampton, ist hier rechts von uns. Das heißt, ich muss gleich dann noch ein Stückchen fahren. Aber das ist ja nicht schlimm, wir haben ja noch genug Zeit. Ah ne, da ist Southampton ist direkt da. Okay, dann ist das schon mal gut. Dann, ne? Sieh mal schon mal richtig. Hier ist auch schon wieder, kurz danach, nach den Geschwindigkeitsbegrenzer ist es wieder runter. Ist wieder ein Blitzgerät dran gewesen. Aber hier sind ein paar Leute, das heißt, meine FPS werden wahrscheinlich gleich in den Keller fallen. Ne? So wie man das sonst immer kennt. Viele Spieler, wenig FPS. So, wo müssen wir hin? Die nächste Einfahrt links. Genau, ja, da müssen wir dann hin. Cell Player. Hoffnung, uns fährt jetzt keiner über den Haufen. Auch schöne Lackierung. So. Was? Ich hab nichts gesagt. Yolculuk nereye demiştin abisi? Svensa, Svensa. Ah, şu bir de olsun. Svensa. Ha, Svensa, İngiltere. Aynen. Tamamdır kardeş. Daha benim 2500 kilometre var. Ciao. Tamam. Russen spielen nicht viele, ne? So.
Haben wir es geschafft. Mal schauen, was wir kriegen. Ja. Ausgezeichnet. Und haben es geschafft. Super. Kurz vor Level 28. Das ist doch mal schön. Sehr fein. Dann fahre ich direkt mal los. Mal gucken hier, welche da, wer da ist. Alles Kleminus, Serda, Lem, Fabio, Twitch TV, Emin, Defabu, Fabu. Anna kann ich nicht lesen. Und Fox. Du gleich, Fabio. Nein, sei ruhig. Fabio? Ah, Mann, muss ich den ausschalten hier? Franzos, wie Arkadaş vardı onunla. Nein, heute nicht. So, mache ich den aus. Fertig ist. So, dann denke ich mal auf hier, da das Fragezeichen. Und dann hole ich mir noch die... Das Fragezeichen wird wahrscheinlich eine Arbeitsagentur sein. Und dann fahre ich mal zur Garage weiter. Schalte die dann auch noch frei und dann werde ich mich mal von euch verabschieden. Eine Arbeitsagentur habe ich schon gesät. So, hier ist dann die Garage, die ich mir einverleiben werde. Wir haben ja genug Kohle hier. So. Kaufen. Natürlich will ich die kaufen. Sehr schön. Haben wir die auch schon mal? Dann haben wir noch ein Fragezeichen. Nö, sieht nicht so aus. Kein Händler hier. Gut, dann mal die Handbremse rein. Ja, dann würde ich sagen, für 3 Minuten lohnt sich das nicht, noch einen Auftrag anzunehmen. Dann werde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, bitte. Das wird mir echt sehr gut weiterhelfen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.